Was würdest du tun, wenn dich ein geliebter Mensch anruft, der einige Tage zuvor gestorben ist? Dieser Mann hat das Telefon seines besten Freundes in dessen Sarg gelegt, aber niemand erwartete, dass er damit telefonieren würde. Wie hat der Tote telefoniert? Lass es uns herausfinden. Alfred rief ihn eines Tages an und klang nervös. Er sagte, er könne ihn nicht am Telefon informieren, sonst würde ihn jemand hören. Darius machte sich gerade für das Treffen bereit, als er den Anruf erhielt. »Hallo, hier ist Darius. Hey Mann, ich bin gleich da«, antwortete er. Die Stimme am anderen Ende sagte dann, dass sie aus dem Krankenhaus anruf. Da wurde ihm klar, dass es nicht Alfred war. Er spürte, dass etwas nicht stimmte. »Hier ist Darius«, sagte er. Die Stimme sagte, »Ihr Freund Alfred hatte einen Unfall und wir haben ihn leider vor 10 Minuten verloren.« Das war zwar nicht alles, was der Notarzt sagte, aber es waren die letzten Worte, die Darius hörte. Ja, er hatte sein Telefon noch am Ohr, aber plötzlich stand die ganze Welt still und er konnte nur noch an den Tod seines besten Freundes denken. Als er ins Krankenhaus kam, war Alfred bereits verstorben. Das Personal übergab Darius seine Sachen, da er Alfreds Notfallkontakt war. Sein Freund hatte das so gewollt. Darius erfüllte ein unbeschreibliches Gefühl der Leere. Er fühlte sich betäubt und nichts war mehr wichtig. Auf der Beerdigung verbarg er dieses Gefühl hinter einer Sonnenbrille. Er litt zwar unter dem Verlust seines Freundes, aber er wollte herausfinden, wer ihn getötet hatte. Darius glaubte an Mord und er wollte den Mörder unbedingt finden. Und als sie Alfreds Sarg herabließen, tat er etwas Unerwartetes. Er legte dessen Telefon in den Sarg und sagte, das wird niemand mehr brauchen. Warum braucht ein Toter ein Telefon? Was war der Sinn? Vielleicht zeigt es aber auch nur, wie schwer es ist, einen Freund loszulassen, den man schon ewig kannte. Darius und Alfred waren wie siamesische Zwillinge. Sie waren Freunde, seit sie 3 waren. Nicht einmal das College konnte sie trennen. Sie wollten Anwälte werden und studierten zusammen Jura. Darius holte Alfred aus seinem Schneckenhaus. Er war der Extrovertierte, der die Einladung bekam und seinen besten Freund auf alle Partys schleppte. Auf einer dieser Partys lernte Alfred Naomi kennen. Er merkte, dass es ernst wurde, als die Beziehung länger dauerte als alle seine bisherigen Affären. Aber jemand war mit ihrer Verbindung nicht einverstanden. Ich glaube einfach nicht, dass sie zu dir passt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich traue ihr nicht und du solltest das auch nicht tun. Ich glaube nicht, dass sie die ist, die sie vorgibt zu sein, sagte Darius. Alfred erklärte, er habe keinen Grund an der Frau zu zweifeln, die er liebe, solange nichts Konkretes vorlag. 2 Wochen später war Darius ohne Alfred auf einer Party, als sich sein Verdacht bestätigte. Er sah Naomi aufreizend mit einem Mann tanzen. Sie hatte Alfred erzählt, dass es ihr nicht gut ging und sie das Wochenende bei ihren Eltern verbrachte. Deshalb war er überrascht, sie auf der Tanzfläche zu sehen. Als er es Alfred erzählte, sagte dieser, wenn du es gesehen hast, warum hast du dann kein Video oder Fotos gemacht? Du hast wieder einmal keine Beweise. Ich hatte früher am Abend einen Videoanruf mit ihr und sie war im Bett und müde. Warum versuchst du uns auseinanderzubringen? Wieder einmal war Darius der Böse. Die Liebe machte ihn blind und er würde ihm nichts glauben. Was würdest du in so einer Situation tun? In ihrem letzten Studienjahr machte Alfred Naomi einen Heiratsantrag. Natürlich sagte sie ja und die beiden würden bald heiraten. Am nächsten Tag erzählte Darius Alfred erneut von seinen Zweifeln. Dieses Mal stritten sie heftig und redeten anschließend nicht mehr miteinander. Die beiden kannten sich ihr ganzes Leben, aber nun zog Darius aus dem Haus aus. Es überraschte alle, dass sie nicht mehr zusammen abhingen. Sie gingen sich aus dem Weg und hielten Abstand. Nicht einmal ihre Eltern konnten sie versöhnen. Sie sprachen während der Abschlussfeier kaum ein Wort miteinander. Und weißt du was? Naomi brachte sie dazu, ein gemeinsames Foto zu machen. Aber auch das konnte ihre Beziehung nicht verbessern. Sie bekamen beide eine Stelle in einer angesehenen Firma in ihrer Stadt und ihre Karrieren gingen steil bergauf. Einen Monat vor der Hochzeit besuchte Darius seinen Freund. Er sagte zu ihm, Junge, deine Hochzeit ist in ein paar Wochen. Meinst du, ich lasse mir die Chance entgehen, Trauzeuge zu sein? Daraufhin versöhnten sie sich. Die Hochzeit war ein glanzvolles Ereignis
Aber ein paar Wochen später sah Darius Naomi wieder in einer seltsamen Situation. Er war auf dem Weg in ein Hotel, um sich mit einem Kunden, dem Hotelbesitzer, zu treffen, als er Naomi von Weitem sah. Der Anwalt sah sie zuerst, aber er wandte seinen Blick ab, um sicherzugehen, dass sie ihn nicht starren sah. Sie glaubte, dass er sie nicht gesehen hatte und verließ das Hotel. Sie hatte mit einem Mann Händchen gehalten, als Darius sie sah. Er fragte seinen Kunden nach den beiden und erfuhr, dass sie regelmäßig herkamen. 2 Wochen später gab Naomi bekannt, dass sie schwanger sei. Darius vermutete, dass das Baby nicht von Alfred war, aber er wusste nicht, was er tun sollte, da er seinen Freund nicht schon wieder verlieren wollte. 1 Woche später erfuhr Alfred selbst die Wahrheit. Naomi holte ihm einen Drink und ließ ihr Telefon ungesperrt. Sie erhielt eine Nachricht, die ihre Untreue bewies. Sie ging nicht nur fremd, sondern der Typ war ein Mafiosi-Boss, mit dem sie zusammengearbeitet hatte, um seine Konkurrenten loszuwerden. Als sie in den Salon zurückkehrte, ging er raus und rief Darius an. »Kann ich dich in 1 Stunde in der Bar sehen?« »Ich kann dir am Telefon nichts sagen, aber du hattest mit allem recht.« Im Salon bemerkte Naomi, was er gesehen hatte, und vergiftete seinen Drink. Das Gift wirkte, als Alfred auf dem Weg zu Darius war, was zum Unfall führte. Bei der Beerdigung legte Darius Alfreds Telefon in den Sarg, um die Wahrheit herauszufinden. Was alle Gäste nicht wussten, war, dass er die SIM-Karte entfernt hatte. Darius rief dann Naomi mit Alfreds Nummer an. Beim ersten Mal nahm sie nicht ab, da sie nicht glauben konnte, von welcher Nummer der Anruf kam. Sie dachte an einen bösen Streich. Aber Darius war hartnäckig und rief sie mehrmals am Tag an. Er überzeugte Naomi sogar, dass Alfred ihn ebenfalls anrief, indem er ihr die verpassten Anrufe zeigte. Die Witwe war verängstigt. Sie verlor den Verstand, als sie eine SMS von Alfreds Nummer erhielt. Sie bestand aus 4 Worten. »Du hast mich umgebracht.« Sie glaubte nun, vom Geist ihres Mannes heimgesucht zu werden. Sie wollte, dass die Anrufe aufhören. Dann benutzte Darius eine Stimmensoftware, die ihn wie Alfred klingen ließ, und rief sie erneut an. Diesmal nahm sie den Anruf entgegen und schrie, »Bitte, Alfred, hör auf, mich anzurufen. Es tut mir leid, dass ich dich vergiftet habe. Bitte lass mich in Ruhe. Ich hatte keine andere Wahl. Er hat mich dazu gezwungen. Er hätte uns beide umgebracht.« Naomi wusste nicht, dass der Anruf aufgezeichnet wurde. Sie gestand alles. Darius brachte sie auch dazu, zu enthüllen, dass das Baby nicht von Alfred war. Er benutzte die Aufzeichnung, um seinem besten Freund Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Naomi und ihr Freund wurden verhaftet und erhielten lebenslange Haftstrafen. Was hältst du von der Geschichte? Denkst du, Darius hätte mehr tun können, um Naomi vor Alfreds Tod zu entlarven? Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.